Und wieder der Pfosten. Und wieder Einwurf für Schwerin. Ja, die Gefahr sollte jetzt nicht vom Außenspieler ausgehen, sondern er muss natürlich auch über spielerische Mittel, über den Aufbau geleitet werden. Und wenn dann die Situation für den Außen sich ergibt, dann ist sie natürlich mit ihrer relativ souveränen Art auch in der Lage, den Ball einzunetzen. Ja, und jetzt haben sie den Ball endgültig verloren. Jetzt wird es eng, 3 Minuten sind noch zu spielen und Bezug ist Rom mit dem Ballbesitz. Oh, Körpertäuschung und. Was ich zu dir sag, wenn die Nummer 8 ins Laufen kommt, wenn sie die Chance hat, dann ist sie natürlich der spielentscheidende Faktor für Bützow-Güstrow, dass sie wahrscheinlich das Ding hier nach Hause schaukeln. Ja, 23, 26 Auszeit jetzt genommen von Grün-Weiß-Schwerin und wir hören mal rein. So, Steffen meinte gerade auch mal ein bisschen das 1-1 nebenbei, konnte ich beobachten. Theresa Meissner ein bisschen Probleme mit dem Knie, mit Eisspray behandelt. Ja, Sarah hat hier schon das gelbe Leibchen an für den 7. Feldspieler. Gucken, ob Steffen die Option zieht. Ja, das ist ja scheinbar eine geliebte Aktion, wenn er sie auch in der Liga noch nicht hatte bringen können. Bonnie Lenz und der ist nicht drin. Der ist nicht drin, das war... Nee, es ist eine 3-3. Chaosdeckung. Aber ich würde es jetzt eher als Chaosdeckung bezeichnen, weil keine Spielerin jetzt eben richtig wusste, was Steffen meint, was er vorhatte. Ja. Jeder hat seinen Gegenspieler. Die Ansage und da kommt es ins Laufen. 23-27 und das riecht nach der Entscheidung. Ja, sie macht heute den Unterschied aus, denke ich mal. Schwerin hat gut gefeitet, sich gut rangekämpft, hat seine eigenen Möglichkeiten nicht nutzen können zur eigenen Führung. Und so kommt es natürlich, dass Bützow-Güstrow mit einer guten Einzelkönnerin mit der Nummer 8 zum Erfolg kommt. Und da ist der Ball nochmal drinnen von außen. Treffer 6. Auf komplett Manndeckung. Ja, 24, 27, jetzt wollen wir schauen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Schön gehalten von Bonnie Lenz, aber habt ihr das halten können mit der Manndeckung? Passives Spiel angezeigt. Und Krüger, jetzt kriegt sie den Freiwurf. Nee. Ich denke auch, das wäre zu knapp. Da steigt sie nochmal hoch, da ist der Block da. Auch wenn Schwerin jetzt nochmal den Ball hat, es sind 3 Tore und es ist nicht mal mehr 1 Minute. Jetzt die Option 7 der Feldspieler. Aber das ist zu spät, es ist noch eine halbe Minute zu spielen hier. Und dann verlieren sie fast den Ball. Und dann Theresa Meissner setzt sich durch, kriegt den Freiwurf und 7 Meter. Jetzt wird die Zeit angehalten, aber es sind noch 6 Sekunden.
Da wird auf der Bank von Bützogistro schon gehetzt und geknuddelt. Die ersten zwei Punkte, ne? Ja, die ersten zwei Punkte für Bützogistro, du sagst es richtig. 6 Sekunden vor dem Ende, jetzt nochmal der 7 Meter für Schwerin und der ist noch einmal drin. Es war der 7. und der 4. Treffer und das Spiel ist aus. Grün bei Schwerin, 2 unterlegte SG Bützogistro mit 25 zu 27.27-25 für die SG Bützogistro. Bei mir habe ich jetzt den Trainer der SG Bützogistro, der Herr Peter Kruse. Peter Kruse und der Steffen Franke als Vertretung von Grün-Weiß Schwerin. Ja, Steffen hatte gleich am Anfang gut reagiert, die stärkste Spielerin aus dem Spiel genommen, wie man ja hinterher auch sieht. 13 Treffer waren es am Ende. Trotzdem konntet ihr 6-0 Gleichwertung in diesem Spielfeld, weil diesen Vorsprung konnte Schwerin nie wieder aufholen. Was ist in der Phase richtig gelaufen, was später dann nicht mehr gelang? Naja, es spielte uns insofern in die Karten, als dass wir auch 2-3 andere individuell starke Spielerinnen haben, die dann Verantwortung übernehmen und dann die Tore machen können. Und natürlich mehr Raum haben, weil eine Deckungsspielerin im Verband fehlt. Ja, Steffen, du hast vor dem Spiel stark gewarnt vor diesem Gegner. Und deine Mannschaft hat es dann nach 20 Minuten der ersten Halbzeit dann auch begriffen gehabt, hat das Spiel angenommen. So, aber in der Zeit habt ihr das Spiel verloren, oder sehe ich das falsch? Ich glaube, es ist egal, in welcher Phase wir jetzt das Spiel verloren haben. Fakt ist, wir haben es verloren. Wir haben sicherlich zu lange gebraucht, die klarsten Möglichkeiten vorne zu verwerten. Mit dem offensiven Deckungssystem, glaube ich, das muss ich auf meine Kappe nehmen, haben wir uns selber keinen Gefallen getan. Weil ich denke, nachher im 6-0-Verband hat es doch besser funktioniert und zum Ende noch besser. Wir waren ja fast wieder dran. Wir haben die Möglichkeit gehabt, auf Unentschieden, ich glaube, wir waren auf Unentschieden, sogar in Führung zu gehen. Das war die Stärke der Mannschaft, der letzten Spieler auch, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Das haben wir ja auch gezeigt. Nur ist es auch irgendwo, wenn du einen Wechsel nur machen kannst, ist auch bei uns die Kraft am Ende. Wir mussten ein hohes Tempo geben, um Bützogistro unter Druck zu setzen. Güstrow hat ja auch Tribut zollen müssen, phasenweise auch denn 20 Minuten lang keinen guten Handball spielen können, kein Tempo mitgehen können. Da sind wir rangekommen, aber dann ist es auch bei uns, sind auch die Kräfte weg. Man sieht ja, wie viele angeschlagene Spielerinnen auch mit auf dem Feld bleiben. Ja, und dann verliert man den Platz zu einem Spiel. Das ist das Lehrgeld, was diese junge Mannschaft zahlen muss. Und ja gut, dann müssen wir jetzt irgendwo die Punkte holen, wo wir sie nicht geplant haben. Ja, das ist richtig. Steffen sprach schon an. Angeschlagene Spielerin bei euch, haben wir das gesehen, die Jeanette Krüger humpelte vom Feld. Was war da los? Ja, sie hat Probleme mit der Ferse gehabt und insofern konnte sie nicht richtig auftreten und dann musste ich sie mal einen Augenblick rausnehmen. Dann haben wir aber gesehen, sie war wieder auf dem Feld, also scheint wieder alles gut zu sein? Ja, es wird wohl wieder funktionieren. Ja, das ist für uns immer als mitfühlender Handballer. Wir kennen das mit Verletzungen, mein Co-Reporter Roberto selbst mit Verdacht auf Kreuzbandriss, wir hoffen das Beste. Soll nicht mehr jammern. Heute tut es sowieso nicht so weh, weil man wieder gewonnen hat. Insofern werden wir das verkraften. Richtig, es war der erste Saisonsieg für euch in diesem Jahr. Ersten beiden Spiele verloren und dann auch noch auswärts. Das sind ja besonders wichtige Punkte, die man da mitnimmt. Wo geht's für euch weiter? Ja, wir müssen nächste Woche zu Hause gegen Doberan nachlegen. Ansonsten hat das hier wenig Wert. Dubran ist im Moment noch Tabellenletzter und das ist natürlich auch keine leichte Aufgabe. Also das wird schon genauso schwer wie hier. Ja, Dubran hat man von Schwerin schon hinter sich, erfolgreich hinter sich bringen können. Wo geht's hier für euch, was ist euer Saisonziel? Für uns steht ganz klar Klassenerhalt an erster Stelle. Wir sind ja sozusagen Aufsteiger aus der Verbandsliga und gerade mit der dünnen Personaldecke, die wir haben, ist das, glaube ich, das realistische Ziel. Ja, dünne Personaldecke ist an sich so das Problem im Handball. Ist das schon eine Aussicht? Wie geht es weiter in den nächsten Jahren mit euch? Naja, wir haben in diesem Jahr keine A-Jugend, also da werden wir auch im nächsten Jahr keine Spielerinnen dazu bekommen. Wir setzen dann auf die B-Jugend, die dann in 2-3 Jahren hoffentlich dann so weit ist, dass sie uns helfen kann. Mhm. Ja, du sagtest verletzte Spielerin. Ich habe bei der letzten Auszeit noch gesehen, Theresia Meißner mit Eisspray das Knie behandelt.
Dann eine Spielerin, die humpelt, übers Feld läuft. Kommt dann noch was nach an Personaldecke bei dir jetzt? Ja, da kommt definitiv noch die eine oder andere Spielerin nach. Wichtig ist, dass wir einfach konstante Trainingsarbeit leisten, die Leute regelmäßig jetzt da sind und die neuen Leute eben halt mit eingeführt haben. Jette Wahl hat heute gefehlt, dann sind eben halt noch ein, zwei andere Leute, die wir noch in der Hinterhand haben, plus die jungen Spieler, die dann auch es lernen müssen, mehr und mehr Verantwortung zu übernehmen, damit man sie dann eben halt auch in so ein Spiel mit reinbringen kann. Das war heute leider noch nicht der Fall. Wie gesagt, ich habe einen Wechsel gemacht, Sarah mit Bonnie, mehr war einfach nicht drin. Und wenn dann eben halt mit Jette Wahl noch eine weitere Rückraumspielerin ausfällt, hat man auch gesehen, dass auch unsere Möglichkeiten sehr stark begrenzt sind aktuell. Ein großes Problem sehe ich in der Abschlussschwäche der 7 Meter. Drei verworfene 7 Meter macht heute den Unterschied aus. Ja, die letzten Spiele war es aber bei 100%. Anna hat da alles reingemacht gehabt. Es ist auch klar, dass sie auch irgendwann mal einen schlechteren Tag erwischen musste. Ja, leider war es dann heute zu viel. Ein, zwei zu viel, weil dann bist du in einer anderen Situation, wenn du ein, zwei mehr mit reinmachst. Dann bist du in einer anderen Phase, dann bist du in einer anderen Situation, in einer Ausgangslage und dann kann dieses Spiel auch kippen. Man muss aber auch ein Kompliment an Bezirk-Güstrow aussprechen, das muss man ganz klar sagen. Die haben gekämpft bis zum Ende, die haben sich auch aus unserer Druckphase nicht aus dem Konzept bringen lassen und ich denke auch, dass sie dann am Ende als verdienter Sieger vom Platz gegangen sind. Ja, wir haben beim Spiel festgestellt, die Rückraumspieler trauten, es schien so, als würden sie sich zu wenig zutrauen würden. Was tust du da jetzt, um das aufzubauen jetzt im Training? Das haben wir die letzten drei Wochen konsequent geübt, weil wir das auch gegen Pädagogik Rostock einfach haben. Das ist das, was uns einfach fehlt. Die einfachen Tore, wo man einfach mal hochgeht und aus dem Rückraum trifft. In unserem Jugendbereich war es so, dass alle Spielerinnen es gelernt haben, 1-1 bis zum Kreis und dann den Abschluss suchen. Das merkt man, wir haben eine junge Mannschaft beisammen. Das ist eben halt der Nachteil. Jahrgänge davor, die haben es anders gelernt. Das sieht man, 88er-Jahrgang oder alles, was drunter ist, die spielen weniger über den Kreis oder beziehungsweise wollen sich nicht bis zum Kreis durcharbeiten, sondern die gehen einfach mal aus einer Kreuzbewegung hoch und werfen. Da haben wir eben ganz große Probleme, A, was den Angriff anbelangt und B, wir müssen es einfach lernen, es besser zu verteidigen. Wir haben heute auch einfach viel zu lange gebraucht, bis wir es vernünftig verteidigt haben, wo man dann sagen kann, da kann man mit zufrieden sein, aber gut. Es sind auch Lernprozesse dieser jungen Mannschaft. Man darf nicht vergessen, 20,1 ist der Altersdurchschnitt. Ich glaube, damit haben wir die jüngste Mannschaft in der ganzen Liga. Ja, nochmal zu euch, dass die entscheidende Phase war, wie Schwerin gerade rangekommen war, bis auf das Unentschieden rangekommen war. Ihr die Auszeit nehmt und da scheinbar die richtigen Worte gefunden habt, um dann wieder wegzukommen und dieses Spiel für euch zu entscheiden. Was sagt man da als Trainer? Ja, man sagt ganz einfach, dass man sich wieder darauf besinnen soll, was uns also in dem Spiel stark gemacht hat, dass man die Angriffe ruhig ausspielt und auf die 1-1-Situation geht. Egal, ob dann von Cassie, die ja dann die meisten Tore geworfen hat, oder jede andere Spielerin auch, die haben ja alle das Zeug dazu. Ja, und in der Abwehr, da musste einfach wieder mehr gearbeitet werden, beweglicher gearbeitet werden und das haben sie dann auch gemacht, Gott sei Dank. Mit ein bisschen Glück natürlich auch, das gehört auch dazu, aber gut, heute haben wir es uns verdient. Gut, dann bedanke ich mich fürs Interview, viel Glück für die weitere Saison, für die nächsten Spiele, das gleiche für Steffen, wir sehen uns dann demnächst wieder beim Heimspiel hier in der Reiferbahn und wir sehen uns wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.